So, liebe Freunde, willkommen hier zurück zu Killer is Dead. Wir müssen erstmal den Weg zum Aufzug hier finden. Und ich glaube, ja, muss in die Steuerung wieder reinkommen. Okay, erstmal fett kassiert. Aha, ein Typ mit Schild. Okay, stark sind sie nicht, aber man muss halt immer versuchen, hinter ihr Schild zu kommen. Das heißt, ich könnte theoretisch jetzt einfach hinten lang rennen, sie sozusagen umrunden. Mit der Macht des Blutes auffüllen. Und die Typen jetzt hier schön von hinten erledigen. Sehr gut. Blutstufe ist gestiegen. Ah ja, okay. Die hauen ja echt ganz schön zu, die Jungs. So, aber gut sind sie damit noch lange nicht. Boah. Ah, ich habe keine Power dafür. Boah. Okay. Komme ich da jetzt auch irgendwie ran, weil ich da jetzt gerade da freigeschaltet habe? Nö, anscheinend nicht. Ah ja, jetzt ist hier bereit zum Hacken. Vielleicht kann ich jetzt dann auch endlich die Blutreste da einsammeln. Immerhin dürften da ja von ein paar hier liegen. Anscheinend nicht. Nicht heute und nicht für mich. Was ist das für ein komischer Raum? Ich überlege mich, ob ich hier irgendwo vielleicht unsere Lieblingskrankenschwester finde. Die mir bei meinem Problem hier auf alle Fälle behilflich sein könnte. Weil ich glaube... Nee. Da komme ich auch nicht weiter. Ah, hier oben wieder rauf wahrscheinlich. Nee, von hier aus komme ich ja. Ah. Wahrscheinlich jetzt hier aktivieren.
Dann fahre ich ja eine Runde. Genau, und dann kann ich mich da drüben wieder hin. Ah ja. Okay, also irgendwie sieht hier alles ein bisschen gleich aus. Kann hier auch nichts kaputt machen. Geschweige denn... Ja, meine Lebenskraft ist gerade ziemlich im Eimer, deswegen... Was macht man hier in diesen Räumen, bitte? Okay, ich drehe mich also immer an... Ah ja, okay. Da ist das Exit. Aber zum Exit lässt er mich nicht hin. Hm. Ist es jetzt schon wieder so ein Sonic-Raum hier? Ei. Ah ja. Ach, guck mal hier. Yay, Blut aufgefüllt. Das heißt, endlich wieder mehr Lebenskraft für Mondo. So, endlich. Das heißt, wir sehen jetzt hier auch mal wieder ein bisschen was. Also, die Grafik sieht echt schon so sehr, sehr strange aus, wenn wir dann auch noch halb tot sind. Also, dann ist es noch viel, viel stranger. Was ich immer noch nicht weiß, ist, wie wir hier weiterkommen. Ich mache einfach nochmal. Oh ja, das sieht jetzt wieder ein bisschen anders aus. Ah, okay, so geht's zum Exit. Das habe ich doch gesucht, den Weg nach draußen. Yep. So, die oberste Fahrstuhltür. So, erstmal natürlich die Dinger da erledigen. So. Aua. So, für dich gibt's heute keine Karte mehr. Und kein Bild und kein irgendwas und kein Weiterkommen sowieso nicht. Wow. Wow. Oh ja, das war jetzt schön mit den Kombos gearbeitet. Das muss ich ja mal sagen.
So. Jetzt habe ich hier hinten noch was frei gemacht. Ah ja, für die Augen. Ganz schön strange das alles hier. So. Lasst mich raten. Massive Gegner greifen mich an. Nö, machen sie nicht. Okay. Ach du Schreck. Ach du Oberschreck. Okay, okay, okay. Aber er verliert schon mal Leben, aber hat die ganze Zeit hier so kleine Helferlein. Okay, Gesundheitsstufe. Okay, das... Immerhin kann ich mein Blut auffüllen. Das heißt, ich kann auch meine Lebenspunkte gleich auffüllen. Okay, der haut ordentlich ab. Jetzt nur mit diesem Kleinen hier zu tun. Ah, ich muss nur ein bisschen Zeit rumkriegen. Ah ja, okay. Sehe schon. Das Ziel war so gar nicht, den Typen zu töten, sondern einfach nur... Oh oh. Okay. Das war dann wohl die Mondo-Art. Himasone. Hima ってことはないですよ。仕事中じゃないですか。あらそう。Okay, wir fahren jetzt wohl bis ganz nach oben. それにしても高いですね。問題ないわ。契約料はもっと高いから月に届きそうな気がしますよ月が太陽を隠してしまうことをなんていうか知ってる日食正解どうしたんですか急に思い出しただけよこないだニュースで特集されてたから太陽が隠れる瞬間の光をダイヤモンドリングっていうらしいわロマンチストですねロマンチスト高級品に例えるあたりがどうもね何が言いたいんです物欲にまみれてるってことよ。言えてますね。Was für ein sinnvolles Gespräch. Immerhin haben wir schon einige Stockwerke hier runtergerissen. Oh mein Gott. Das tausendste Stockwerk. Na, zum Glück mussten wir uns nicht jedes einzeln nach oben kämpfen. Ah ja, Vivien ist eine Meisterin der Vivien Phantomtechnik mit 16 Waffen und eine exzellente Motorradfahrerin. Ah ja.
というわけで、ここで悪意の音を量産して大量生産ラインに乗せた後、この大音量装置となっているタワーから一気に世界にご機嫌なサウンドを射出するのです。悪いな、聞こえなかったんでもう一回頼む。お前の壮大な計画とやらの話を。悪意が蔓延してこの世界を浄化するんですよ。とにかく彼女の大事な耳を返してもらおうか。返せとは品がない。そんな顔して品も何もないでしょ。おかしいな、こっちはもう少しいい男だな。何も分かっていないのですね、あなたは。もはや私には肉体は必要ない。ミス・ジュビリーからいただいたこの耳さえあれば。人の耳です。その理屈はおかしい。この世界を浄化するには好都合の耳なのです。まあいいですけどね。処刑させてもらいます。こちらも仕事できてますか。話が噛み合いませんね。膝を突き合わせて議論しても無理なら激突しましょうか。え？賛成です。では元の姿に戻りましょう。だから聞こえないって。 Okay, also seine andere Form war mir definitiv lieber. Okay, er macht ziemlich dicke Hits hier. Sollte der wirklich nur einen Lebensbalken haben? Blocken kann der also auch noch. Das wirkt schon fast ein bisschen zu einfach für den Killer is Dead Boss. Die alle doch ziemlich geil sind. Okay, jetzt legt er noch mal richtig los, aber... Ah, okay, wir müssen ihm jeden einzelnen Arm abschlagen. Ah, es ist ein bisschen mobiler. Okay. Ah, der kann sich hier so ein bisschen rumhangeln.
Und den zweiten Arm auch noch weggeledert. Okay, okay, er kann sie sich aber noch wiederholen. Das heißt, er ist nicht zu unterschätzen. Ach du Scheiße. Oh, jetzt muss ich ihn aber auch noch in Zeit besiegen. Okay. Ah, wahrscheinlich kann ich mich dahinter irgendwelchen Trümmerteilen verstecken. Also einfach in der Zeit schaffe ich es ja. Ja, wusste ich es doch. So. Oh Mann. So. Und tschüss, Junge. Killer is dead. Okay, der Mond ist boshaft. あなたの耳は世界の誰もが羨む。大切にしてください。 主人はもはやこの世のものではありません。お分かりですか？命よりも大事なものを奪われるという気持ちが。 ちょっと、器用は？ Also irgendwie scheint das ja mit dem Geld nie so richtig zu funktionieren, weil, ja, unsere gehörlose Dame hat sich jetzt in einen Vöglein verwandelt und ist einfach weggeflattert. Ja, ja, auch das soll es mal geben, egal. Wir haben jetzt ja immerhin 762.000 verdient, da freut sich unser Mondo Zappa. Da können wir nämlich gleich noch ein bisschen einkaufen gehen, ein paar Mika-Ladungen und uns dann schon mal die nächste Mission anschauen hier bei Killer is Dead.